Okay, also gleich los in die Vollen. Cube löschen, den Rest auf einen anderen Layer schieben, Ansicht von vorne, Shift A, Curve, Bezier, Align to View anklicken, Orthographic View, Ranzoomen, Tab, Edit Mode, den hier anwählen, R, Control halten, bis er waagrecht ist, dann zweimal A, dass alles markiert ist, das hier nach rechts ziehen, Control-Taste halten, bis der linke Punkt genau hier auf den Cursor snappt. Das wird nämlich dann die unten die Mitte vom Kiel. Dann gehen wir wieder in Edit Mode, schnappen uns den da hinten und ziehen den erstmal hoch. Dann rotieren. So. Dann split ich das Window hier, so. Schiebe das hier nach oben und gehe hier in die Seitenansicht, noch ein bisschen kleiner, so. Dann Shift D im Object Mode, Y 1, Shift D, Y 2, Shift D, Y 3, Shift D, Y 4, Shift D, Y 5. So, 1, 2, 3, die lassen wir mal. Den hier. Jetzt hier runter. S. Machen wir ein bisschen kleiner. Aber nicht so viel kleiner. Ein bisschen kleiner. So. Dann habe ich beschlossen, ich mache den hier auch noch S. Kleines, bisschen kleiner. Und den hier S. Die Ecke kleiner. Und den hier S. Ganz klein. So. Dann müssen wir den hier da wieder hochschieben. Den hier auch da hochschieben. Und den möchte ich auch ein bisschen drehen. So. Dann müssen wir das wieder hochziehen. Der muss natürlich viel weiter hoch, das ist klar. Und dann will ich auch ein bisschen mehr rotieren. Oh, ungefähr so. Und dann nehmen wir den letzten. Den rotieren wir sehr stark. Schauen wir mal, vielleicht können wir ihn sogar wackelig machen. So, dann schauen wir uns das mal an. Ja, ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen. So, 3. Jetzt müssen wir diese einzelnen Kurven in Meshes umwandeln. Ne? Das geht ganz einfach. Alt C, Mesh. Anwählen, Alt C, Mesh. Anwählen, Alt C. So, wenn wir das alles umgewandelt haben, dann nehmen wir alles, Ctrl J und machen ein einziges Mesh draus. Und da gehen wir dann gleich mit Tab in den Edit Mode, markieren alles. Und jetzt kommen die Loop Tools ins Spiel. Ne? Die Loop Tools gibt es hier, User Preferences, Add-ons, Mesh, Loop Tools. Müssen nur noch aktiviert werden. Und die finden sich dann hier im Edit Mode ganz unten und da klicken wir mal ganz cool einfach auf Loft und haben
im Prinzip schon fast unser Boot fertig. Wenn wir nämlich jetzt auf dieses Objekt hier, wenn ich jetzt da, man könnte jetzt auch hergehen und sagen, ich will jetzt da noch mehr Segmente reinhaben, dann kann man das gleich etwas feiner machen. Aber ich lasse es immer erstmal bei 1, bei 1 Segment, weil man dann nachher das Smoothen, also das Glätten, weil die Form ist jetzt natürlich nicht hundertprozentig exakt, das Glätten ist besser, wenn man hier nur wenig Stege hat, und hinterher Loops einzufügen ist ja kein Problem. Jetzt machen wir hier einfach auf dieses ganze Objekt noch einen Mirror Modifier. So. Und aktivieren Clipping und aktivieren Z. Ja, und dann sieht es schon aus wie so ein Boot, oder? Wenn wir jetzt hier das hier vielleicht noch smooth shaden. Ne? Und dann noch einen Subdivision Surface drauflegen. Vielleicht sogar mit 2. Dann würde ich mal sagen, das schaut gut aus. Ha? Da kannst du jetzt hier noch eine zweite Kurve machen. Eine Kiel, die geformt ist wie der Kiel. Und da dann einfach eine quadratische Kurve als Taper Object, als Kielbalken dann machen. Das war eigentlich diese ganze Funktionsweise. Und ich weiß jetzt nicht, ob das, warum das auch für Anfänger schwierig sein soll. Ja. Gehen wir mal schnell noch. Also von der Form her würde ich sagen, mir würde es tauchen als Boot. Wenn es noch Fragen gibt, einfach fragen.